Herr Broder, Sie sind jetzt 74, wenn ich das mit Verlaub sagen darf. Sie gehören doch zur Risikogruppe. Fühlen Sie sich geschützt vom Staat? Das alles passiert doch für Sie. Ja, ich bin auch tief gerührt, dass ich der Mittelpunkt aller Debatten bin. Meiner Gesundheit, mein Wohlergehen, meine Sicherheit. Aber ich verlasse mich dann am Ende lieber auf mich selbst. Eigenverantwortung. Ja, ja, ich weiß, dass ich in der Risikogruppe bin, schon vom Alter her. Eine Vorerkrankung gab es auch. Aber das ist nicht der Punkt. Wissen Sie, ich fühle mich müde. Ich habe zum ersten Mal, musste ich Ursula von der Leyen recht geben, sie sprach heute oder gestern im Radio von einer Corona-Fatigue, von einer Corona-Müdigkeit. Das verspüre ich ganz deutlich. Ich finde, 6, 7 Monate im Alarmzustand zu leben, ist nicht gesund. Mhm. Die Gedanken kreisen um ein Thema. Ich merke, dass ich beim Schreiben leichte Konzentrationsschwierigkeiten habe. Mhm. Meine Aufmerksamkeitsspanne hat sich verkürzt. Alle 20, 30 Minuten gucke ich im Internet, ob es was Neues gibt. Mhm. Also meine Psyche hat sich desorganisiert. Und das ist für mich, glaube ich, zurzeit die größere Gefahr als diejenige, von der ich durch Frau Merkel geschützt werde. Mhm. Wofür ich ihr natürlich dankbar bin. Also Sie sind nicht undankbar. Ja, gut, das ist, freut mich zu hören. Jetzt haben wir einen Lockdown-Light vielleicht. Ja. Und der ist sogar auch befristet. Das ist so. Für mich auch zum ersten Mal wird klar gesagt, okay, das machen wir jetzt mal 2 Wochen und dann gucken wir mal weiter. Ist das nicht schon ein Fortschritt, dass man jetzt sogar Fristen setzt? Naja, Bill Clinton würde sagen, es kommt darauf an, wie Sie Fortschritt definieren. Mhm. Nein, ich sehe darin keinen Fortschritt. Ich sehe da ein weiteres Kapitel der Unsicherheit, des Chaos, der Planlosigkeit, der Gedankenlosigkeit, des Überraschtseins. Ich verbinde das nicht mit einem Vorwurf. Und wenn ich beten würde, würde ich jeden Tag sagen, und danke dir, dass du mich nicht in diese Situation gebracht hast, entscheiden zu müssen, was getan werden soll. Ich hasse auch diese ganzen Klugscheißer und Besserwisser, die ich jeden Abend im Fernsehen sehe, bis der Brechreiz kommt. Und dann gehe ich auf RTL 2 und schaue mich dann zur Erholung Bauer sucht Frau oder Paradise Island. Nein, diese Leute sind unerträglich, weil sie alle wissen, wie man es machen müsste. Sie alle wissen, wie es geht, sind fest davon überzeugt, dass sie das Ei des Kolumbus in beiden Hosentaschen tragen. Und sie wissen es auch nicht besser. Und niemand weiß es. Gestern habe ich Armin Laschet gehört oder vorgestern, der sagte, bei 75% aller Fälle weiß man nicht, wo sie herkommen. Aber es gibt einen unglaublichen, wie heißt das, Rückverfolgungsapparat oder Nachverfolgungsapparat? Wenn ich mir irgendwo in der Imbissbude 3 Kartoffelpuffer hole, muss ich einen Zettel ausfüllen und ich fülle den auch richtig aus, weil ich will nicht, dass die Leute Ärger haben. Am Anfang der ganzen Geschichte habe ich schon Donald Duck reingeschrieben, nicht? Oder Eva Braun oder was auch immer. Aber jetzt mache ich das richtig. Aber es ist sinnlos. Ich glaube, diese Zettel stapeln sich irgendwo wie früher die Berichte der Stasi über beobachtete Objekte. Ja. Also ich sehe da keinen Plan. Ich sehe nicht mal die Gabe zur Improvisation. Die fangen immer von vorne an. Immer von vorne an. Und vor kurzem hieß es, ja, Schulen sind doch, deswegen wurden sie auch ein paar Wochen geschlossen, Schulen sind doch Infektionsherde. Jetzt kommen sie und sagen, nein, Schulen sind es nicht. Eben habe ich einen Virologen im Fernsehen gesehen, der sagt, Schulen sind ja Infektionsherde. Ich gebe ja zu, dass es möglich ist, dass keiner Bescheid weiß. Aber dann wäre es auch eine Form der Höflichkeit, mir gegenüber, Ihnen gegenüber und anderen Unwissenden zu sagen, wir wissen es nicht. Wir laden euch jetzt zu einer Busfahrt im Nebel ein. Wir haben keine Landkarte. Wir fahren auch über Straßen, die es noch nicht gibt. Und der Fahrer hat seinen Führerschein in Indien gemacht. Aber es kann eine sehr schöne Busreise werden. So komme ich mir vor. Würde das nicht noch zu mehr Chaos führen und auch zu einer sinkenden Akzeptanz der Bevölkerung, was die Regeln angeht, wenn man schon vorhinein sagt, eigentlich wissen wir gar nicht, was wir tun? Ja, deswegen machen sie es wahrscheinlich auch nicht, weil die Akzeptanz ist sozusagen, das sind die 10 Gebote der Pandemiebekämpfung. Nicht? Gebot 1, suche Akzeptanz und dann von 2 bis 10, suche noch mehr Akzeptanz. Und versuche, die Akzeptanz, die du erreicht hast, nicht zu verspielen. Das werden erst 3 Gebote, aber die kann man fortsetzen. Ja, das ist auch etwas, was mich wahnsinnig überrascht.
Es gibt eine enorm hohe Akzeptanz, 60-80%. Mhm. Und da ist auch ein Teil von Leuten, die noch mehr und noch härtere Einschränkungen verlangen. Und ich will mich wirklich vor Vorurteilen hüten, obwohl ich natürlich welche habe. Aber es kommt mir vor, als wäre das Glücksgefühl des Deutschen gebunden an die Erfahrung, unterdrückt zu werden. Nicht etwas machen zu wollen, etwas machen zu können, sondern etwas machen zu müssen. Ich habe den Eindruck wirklich, das erschreckt mich beinahe mehr als die Pandemie, dass die deutsche Seele aufblüht, wenn ihr Befehle gegeben werden. Mhm. Und ich habe das auch jetzt ein paar Mal erlebt. Nicht nur, dass der deutsche Denunziant wieder da ist, dass ein Nachbarn verpfeift. Mhm. Nicht? So kleine Geschichten, die ich dann einfach ignoriere, wenn mich einer anraunt, dass die Maske über die Nase gezogen werden muss. Und ich bin dann manchmal geneigt zu sagen, ich brauche das nicht, meine Mutter war im Lager. Mit dieser Pointe habe ich mich schon oft so an kalten Buffets vorbeigeschmuggelt und mich nach vorne gestellt. Aber ich mache das nicht, weil die Situation ist sehr ernst und ich kann verstehen, dass die Leute sich Sorgen machen, dass sie Angst haben. Ich will die auch nicht verarschen. Aber ich habe so ein schweres Gefühl, so ein ungemütliches Gefühl mit mir. Und ich denke, wir erleben auch einen groß angelegten Versuch. Es ist keine Konspiration. Es ist nicht, dass sich jemand das ausgedacht hat. Mhm. Aber wir erleben schon einen groß angelegten Versuch. Wie weit kann man Leute bringen? Mhm. Ich habe das mit einem Freund gemacht hier in Berlin zur Zeit der Lichterketten. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, nach diesen kleinen Pogromen in Rostock. In Rostock, ja. 91. Mhm. Ich bin dann mit einem Freund losgezogen. Und da waren Lichterketten und dann sind wir auf die Leute zugegangen und haben gesagt, hören Sie, das ist schon fein, was Sie machen, wir schätzen das sehr, aber Sie müssen die Lichter höher halten. Weil da oben sind Hubschrauber und wenn die Lichter so unregelmäßig sind, und wissen Sie was, die Leute haben es gemacht. Wir sind dann um die Ecke, Malte und ich gegangen, haben uns ausgeschüttet vor Lachen. Aber das war eine kleine Milgram-Versuchsanordnung. Wie weit kann ich gehen? Und das Gleiche erlebe ich jetzt. Ich glaube, es ist wirklich eine Notstandsübung. Wie weit kann man Leute bringen, etwas freiwillig zu tun? Macht mir schweres Unbehagen. Wo wäre denn die Grenze? Wo wäre Ihre persönliche Grenze, wenn Sie sagen, okay, Sie sagen selber, es ist eine ernste Situation, die Pandemie ist eine ernste Bedrohung. Aber was da abgeht, ist gerade auch vielleicht überzogen. Und jetzt, Herr Lauterbach hat gesagt, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung, die soll kein Argument mehr dagegen sein, eben Kontrollen auszuüben. Ja, es ist ein Kontrollwahn hier ausgebrochen. Und ich habe eigentlich immer zu Lauterbach gehalten, obwohl er so ein grauenhaftes Rheinisch spricht. Ja. Auch in Köln. Ja, ja. Wenn ich den Lauterbach höre, fällt mir ein Satz von wie ist dieser berühmte Theatertheoretiker Alfred Kerr. Von Alfred Kerr ein. Der hat mal nach einer Theateraufführung geschrieben, zum ersten Mal beneidete ich meine Füße, sie waren vor mir eingeschlafen. Und so geht es mir jedes Mal, wenn ich Lauterbach höre. Wirklich so. Ich spüre dann an den Füßen rum und sie schlafen ein. Aber ich fand, er hat sich richtig geäußert. Aber jetzt diese Bemerkung, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung, dann heißt, irgendwann wird bei mir an der Tür geklingelt, steht wahrscheinlich ein netter Polizist, der es wahrscheinlich auch nicht mal gerne macht und sagt, entschuldigen Sie bitte, man hat mir berichtet, dass bei Ihnen eine Party stattfindet. Dann sage ich, kommen Sie rein? Nein, das war nur eine CD vom Montreal Music Festival aus dem Jahre 78. Nein, ich finde das grauenhaft. Wo man die Grenze ziehen könnte, weiß ich auch nicht. Das ist natürlich Trial and Error. Und so eine Situation kann man auch nicht üben. Obwohl manchmal denke ich, das hätte man vielleicht nicht vorhersehen können, aber sagen wir, in die weitere Planung einbeziehen können. Nicht? Wir planen ja auch das Klima. Nicht? Wir sagen dem Klima, wie viel CO2 es produzieren darf im Jahre 2030. Und wir haben fixe Pläne für die Gestaltung des Klimas im Jahre 2050. Und ich denke, wer imstande ist, dermaßen langfristige Klimapläne und Strategien zu entwerfen, die darauf hinauslaufen, dass wir dem Klima sagen, wie es sein soll. Die Bundesrepublik ist kurz davor, ein Klimagesetz zu beschließen. Klimagesetz. Gleich nach dem Gute-Kita-Gesetz kommt das Klimagesetz. Dann hätte jemand sich doch Gedanken machen müssen, ob so etwas nicht auch passieren kann, eine solche Pandemie. Und es gab Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Es gab im Bundestag ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes,
das ziemlich genau das vorhersagte, in dem genau das vorhergesagt wurde, was jetzt passiert. Mhm. 2012 oder 2013 wurde das Gutachten verfertigt, angefertigt und seitdem ruht es in irgendeiner verstaubten Schublade. Mhm. Und ich denke, vielleicht gibt es noch, hören Sie, ich sage das ohne jeden Vorwurf, wirklich, weil ich mich dieser Klugscheiße Besserwisser Anne Will Maischberger runter nicht anschließen, sondern meine gesunde Verachtung für diese Milieus behalten will. Mhm. Wir haben uns Gedanken gemacht über das große I, das Gender-Sternchen oder das Binnen-I. Wir haben uns Gedanken gemacht über gerechte Sprache, über Diskriminierung von Minderheiten. Wir sind völlig wahnsinnig geworden über Fragen, die vollkommen lächerlich sind. Paritätsgesetz, ja. Paritätsgesetz ist ein wunderbares Beispiel. Im Bundestag und in den Landtagen sollten die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen sitzen. Und ich habe dann natürlich mich dafür ausgesprochen, weil ich sehr für Gleichheit bin. Und ich habe dann gleich eine Liste von anderen Gruppen aufgestellt, die auch paritätisch vertreten sein müssen. Schwule, Juden, Radfahrer, Veganer, Allergiker wie ich, etwas kleingeratene, zu dicke Leute. Also ich habe mich da schon wieder in den Vordergrund geschoben. Ja, das waren Themen, die bei uns Aufregung verursachten. Es gab auch einen anderen wahnsinnigen Plan, das Wahlgesetz so zu ändern, dass Kinder ab Geburt ein Wahlrecht haben, das treuhänderisch von den Eltern ausgeübt wird. Also wirklich, Sie müssen ein so begabter Jurist sein wie Heiko Maas. Und auch dann wissen Sie, das kommt vor keinem Verfassungsgericht durch. Mhm. Für all das hat die Gesellschaft Zeit gehabt. Mhm. Die haben Zeit gehabt, die absurdesten EU-Pläne zu entwerfen. Die haben Zeit gehabt, sich um irgendwelche Sardinen in der Arktis und Antarktis zu kümmern. Mhm. Und eine solche Pandemie konnte nicht sozusagen Präfestung behandelt werden. Ja. Jetzt sind wir Postfestung. Ja. Ich glaube, ich habe viele Freunde, die überzeugt sind, dass das Ganze überhaupt nicht stattfindet. Das Ganze ist ein Fake. So etwas wie die Truman Show, wo wir eines Tages aufwachen und irgendjemand ruft, prima, wunderbare Aufnahme, fertig, alles im Kasten. Nein, das gibt es wirklich. Und ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, weil die sind auch uralt übrigens. Und ich kann mich erinnern, nach 9/11 gab es nur Verschwörungstheorien. Und da gab es nicht solche Institutionen wie Korrektiv oder die Antonio-Stiftung, die dann die Fake News zurückverfolgten. Das hat man ganz gelassen hingenommen, dass 4000 Juden an 9/11 nicht zur Arbeit erschienen sind. Das wurde geglaubt, angenommen. Und jetzt haben wir uns mit solchen Bagatellen beschäftigt die letzten Jahre. Vielleicht sind wir nicht mehr imstande, uns mit ernsthaften Sachen zu beschäftigen. Wirklich. Mhm. Vielleicht hat diese wohlstandsverwahrloste, hedonistische Spaß- und Konsumgesellschaft den Zustand erreicht, wo sie nicht mal bedingt verteidigungsfähig ist, sondern überhaupt nicht mehr. Mhm. Das könnte doch sein. Mhm. Andererseits, was gegen meine Theorie spricht, ist es eine globale Geschichte. Ja. Es ist eine globale Geschichte, ich widerspreche mir selbst und ich bin dreimal am Tag mindestens nicht meine Meinung. Ja, morgens bin ich anderer Meinung als abends, je nachdem, ob ich Deutschlandfunk oder irgendeinen Berliner Sender gehört habe. Und dann denke ich, man kann das nicht global inszenieren. Mhm. Man kann Hysterien und Ängste national schüren und sie können eine bestimmte Bevölkerung so weit manipulieren, dass sie sich in einer bestimmten gewünschten Weise verhält. Mhm. Aber wie bringt man zwei so verschiedene Gesellschaften synchron, wie Island und Israel? Ja. Das ist doch schwierig, ja. Nicht? Und beide, in beiden, vielen anderen auch, sind ähnliche Probleme jetzt, auch ähnliche Hysterien, ähnliche Ängste. Man kann sowas global nicht inszenieren. Und ich glaube schon gar nicht, dass Bill Gates inzwischen jeden einen Chip eingepflanzt hat. Aber wissen Sie, das kommt noch durch die Impfung. Das kommt durch die Impfung. Ja. Ich habe zunehmend ein gewisses Verständnis für Leute, die Verschwörungstheorien anhängen. Und ich weiß, das ist alles Unsinn. Die Welt wird nicht von Verschwörern regiert, sondern vom Zufall. Mhm. Und mal heißt der Zufall Heiko Maas und mal heißt der Zufall Florian Silbereisen. Mhm. Das macht es dann aus. Aber ich habe Verständnis für Leute, die Verschwörungstheorien aufgreifen, weil was passiert, ist so unglaublich. Ich habe auch Verständnis für Leute, die, entschuldigen Sie, die Auschwitz-Lügen verbreitet haben. Weil Auschwitz ist so unglaublich, es kann eigentlich nicht passiert sein.
Und wenn dann jemand sagt, ich kann es nicht glauben, das kann nur irgendwas sein, dann weiß ich, er redet Unsinn, aber ja, ich habe Verständnis dafür. Ja. Weil rational können sich vieles, das passiert ist oder gerade jetzt passiert, nicht so erklären. Mhm. Ich verteidige die Verschwörungstheoretiker nicht. Also nicht Leute wie Kenneth M. oder diesen, wer ist der Musiker, der jetzt ausgetippt ist? Der Wendler. Der Wendler. Der Wendler. Mhm. Aber ich denke, das sind arme Schweine und die sitzen da und haben Angst, genauso wie ich, und suchen verzweifelt nach einer Erklärung. Mhm. Und es gibt keine rationale Erklärung. Mhm. Ja. Es gibt keine rationale Erklärung. Und ich finde es ja toll, dass sich Experten, Virologen, Epidemiologen uneinig sind. Das, man kann da auch nicht einer Meinung sein. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob einer Unrecht hat. Es kann sein, dass sie alle Recht haben. Aber der eine nur dienstags und der andere nur Freitagvormittag. Mhm. Je nach Studie. Ja, mhm, ja, ich bin da vollkommen ratlos. Mhm. Und ich sehe in Ihrer Arbeit immer noch auch so ein gewisses Beharren darauf. Es gibt aber auch noch andere Sachen, wo wir mal den Finger drauf, mit dem Finger drauf weisen. Ja, ja, ich bin auch von Corona überwältigt. Ich, jedes Mal, wenn ich anfange, eine Kolumne zu schreiben, sage ich mir, nicht Corona. Ja. Und raten Sie, was es dann wird. Nein, ist nicht gesund. Ist nicht gesund. Zu der Gesundheit. Das ist eine Art psychische Gesundheit, ja, wollte ich Sie was fragen. Also Sie reden ja auch wirklich vom Irrsinn, der so stattfindet und das nicht erst seit diesem Jahr. Und Sie verfolgen das sehr genau und halten da immer auch eben da den Finger da drauf. Macht das nicht krank, sich damit die ganze Zeit zu beschäftigen, mit den Medien, mit ARD und ZDF, mit den Verlautbarungen der Politiker? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja, das macht krank. Sagen wir so, es macht einen mit Gewissheit nicht gesund, mhm, oder nicht gesünder. Und es macht einen krank. Und ich verfolge so mein eigenes Tun mit größter Skepsis. Es hat schwere Anzeigen von Zwangsverhalten. Mhm. Ja. Sie können nicht mehr anders? Ich kann nicht anders. Ja. Ich kann nicht anders. Ich sitze mit meiner Frau, wir schauen Tagesschau und ich explodiere bei jedem zweiten Item. Zum Beispiel jetzt Karabach, Bergkarabach, Armenien, Aserbaidschan. Und jeder Sprecher, jeder Nachrichtensprecher sagt, Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Mhm. Das ist der nackte Unsinn. Ich habe auch der Tagesschau so geschrieben, bitte sagen Sie mir, auf welchen Teil des Völkerrechts Sie diese Aussage basieren. Mhm. Und wenn Sie bei der Gelegenheit mir gleich mitteilen würden, ob es entsprechende Urteile von Völkergerichtshöfen, mhm, gibt. Mhm. Raten Sie mal, was mir die Tagesschau geantwortet hat. Wahrscheinlich bei einem standardisierten Antwortbrief? Nicht mal das. Das wäre mal das Weiße. Was das für eine Kränkung ist, wenn Eltern leicht übergewichtigen Herren einfach übergegangen zu werden. Ja. Nein, aber im Ernst, sie haben nicht mal geantwortet. Und gestern habe ich das wieder zweimal gehört, egal wie man zu Armenien, ich schätze sie sehr, oder zu Aserbaidschan steht. Es gibt keine völkerrechtliche Regelung, die dieses Gebiet Aserbaidschan zuschreiben würde. Es war eine Idee von Stalin. Und wenn Stalin jetzt in die Ahnengalerie des Völkerrechts aufrückt, mhm, dann würde ich vorschlagen, das Völkerrecht gleich sein zu lassen, mhm, und es vielleicht durch die deutsche Bierverordnung, ja, es gibt dieses Reinheitsgebot. Reinheitsgebot, das deutsche Bierreinheitsgebot zu ersetzen. Mhm. Und so, was regt mich wahnsinnig auf, nicht? Oder gestern war ein Bericht über die neue Richterin am obersten Gericht in Amerika, Trumps Richterin, im Eilverfahren durchgepeitscht. Ich meine, wenn die Demokraten die Chance dazu gehabt hätten, mhm, hätten sie es genauso, mhm, gemacht. Und das regt mich wahnsinnig auf. Nicht? Das ist so. Die Rhetorik. Die Rhetorik, ja. Und wissen Sie, was da so an einzelnen Worten ist, ist schon Framing. Mhm. Nicht? Das meiste stammt, glaube ich, von dieser verunglückten Wissenschaftlerin aus München, die Frau das Wehling. Berkeley-Institut aufgemacht hat, Frau Elisabeth Wehling. Frau Elisabeth Wehling. Und die ist auch still geworden. Ja, Gott sei Dank. Erstaunlich, erstaunlich. Das sind so One-Trick-Bob-Babys, mhm, nicht wahr? Ja. Die können Männchen machen und apportieren, aber dann mehr können sie auch nicht. Mhm. Und ich erlebe diese Art von Framing durchweg in allen Nachrichten. Das allerschlimmste Framing gibt es beim RTL. Mhm. Was ja eigentlich einer meiner Lieblingssender ist. RTL nicht ganz, die sind schon zu intellektuell, aber RTL 2, okay, ist großartig. Ja. Und diese Nachtnachrichten sind unerträglich. Das ist der einzige Propaganda. Die haben neulich, gestern oder vorgestern, einen Bericht zu Corona gehabt, haben diese üblichen grauenhaften Straßeninterviews gemacht und nur Leute gefunden, die dafür sind.
Also wenn ich ein geschickter Manipulateur wäre, würde ich schon aus Gründen der Verschleierung und des Alibis ein, zwei Leute haben wollen, die dagegen sind. Mhm. Unglaublich. RTL ist schlimmer als alle Öffentlich-Rechtlichen zusammen. Mhm. Was ist dahinter? Also die Medienlandschaft, dass sie jetzt vielleicht nicht, dass der Journalismus sich nicht unbedingt verbessert hat seit in den letzten 50 Jahren. Nein. Ja, aber so einseitig und so durchschaubar eigentlich. Ja. Ich weiß auch nicht, also meine Erfahrungen mit den Konsumenten sind andere. Es sind kritische Leute und auch die Leserbriefe, die ich bekomme oder die Reaktionen auf meine Geschichten. Die Leute sind nicht dumm, aber ich glaube, dieses Gewerbe, dem ich irgendwie verfallen bin, meine Kollegen, glaube ich, halten immer noch die Leser für dumm. Mhm. Und sie glauben, meine Kollegen glauben, viele meiner Kollegen glauben, wir wollen ja nicht keinen Generalverdacht aussprechen, obwohl in dem Fall völlig angemessen wäre. Viele Kollegen glauben, die Leute nehmen es hin, weil es aus der Autorität des Fernsehens kommt. Mhm. Und dann können sie den Leuten alles erzählen. Mhm. Aber es ist nicht mal Fake News, es sind auch keine falschen Nachrichten, nicht? Aber zu sagen, Trump hat das durchgepeitscht oder in einem Eilverfahren, es war ein völlig gesetzmäßiges Verfahren, die Frau ist von einer Mehrheit der Senatoren gewählt worden. Natürlich steckt bei Trump ein Interesse dahinter. Gibt es einen Politiker, der interessenlos in die politische Arena tritt? Ja. Frau Merkel macht es, weil sie was Gutes für die Uckermark tun möchte. Ansonsten hat sie keine politischen Interessen. Das stört mich sehr. Aber vermuten Sie bei den Politikern nicht manchmal auch eine Art Boshaftigkeit? Sie haben ja eben von Chaos und Unwissen und vielleicht Überforderung, Inkompetenz gesprochen. Aber manchmal ist eine Art Boshaftigkeit oder auch Angela Merkel hat 91 mit Günter Gauss ein Interview geführt oder andersrum und sie hat von autoritären Tendenzen in sich selbst gesprochen, dass die Politiker da so machtgierig sind? Ja, natürlich sind sie das. Deswegen sind sie ja Politiker. Mhm. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ich höre ständig Vorwürfe gegenüber Politikern, dass sie nur aus Lust an der Macht, halten wollen. Mhm. Ja, warum denn sonst? Mhm. Nicht? Mhm. Wenn sie nicht machtgierig wären, hätten sie einen anderen Beruf gewählt. Das ist vollkommen richtig so. Und ich glaube nicht, dass Vorstandsvorsitzende großer Aktiengesellschaften weniger machtgierig sind als Politiker. Ich unterstelle auch keinen bösen Willen, gar nicht mal. Aber eine totale Überforderung und was wahrscheinlich stattfindet, aber in einer bestimmten Stufe einer Entwicklung können sie nicht mehr zurück. Mhm. Also entschuldigen Sie das Beispiel, in Polen geht es gerade darum, wann abgetrieben werden darf. Und ich glaube, egal wie Sie zur Abtreibung stehen, ich glaube, ab dem 6. Schwangerschaftsmonat ist es keine gute Idee mehr. Und Machiavelli hat mal gesagt, die nötigen Grausamkeiten müssen am Anfang begangen werden. Wenn sie es am Ende machen, ist es zu spät. Deswegen feuert jeder Intendant, wenn er ein Theater übernimmt, erstmal die halbe Mannschaft. Erstmal, weil er an Mao glaubt, bestrafe einen, erziehe 100. Und dann etabliert er natürlich seine Crownies, die er mit sich bringen will. Und darf ich Ihnen einen alten jiddischen Witz erzählen, mein Lieblingswitz? Mit dem kann ich wirklich 90% aller politischen Probleme erklären. Sitzt ein alter Jude irgendwo in Galizien im Zug und guckt immer aus dem Fenster und jammert, oi wei, oi Gewalt, oh wie ist mir. Irgendwann erbarmt sich einer seiner Mitreisenden und sagt, entschuldigen Sie bitte, kann ich etwas für Sie tun? Nein, sagt der alte Jude, Sie können nichts für mich tun, ich sitze im falschen Zug. Und mit jeder Station wird die Rückreise länger. Ja. Er steigt aber nicht aus. Und genau das erleben wir jetzt. Wenn Sie erstmal eine Sache auf dem falschen Bein anfangen, können Sie irgendwann es nicht mehr ändern. The point of no return ist dann vorbei. Und wahrscheinlich glauben die Leute, der Rest der Strecke wird nicht mehr so schlimm wie die vorausgegangene Strecke. Stimmt aber nicht, es wird immer schlimmer. Und Sie müssen schon so die Größe von de Gaulle oder von Adenauer oder von Kohl haben oder von Ben Gurion, irgendetwas aufzugeben, um etwas zu erreichen. Und diese Größe haben die nicht. Ich glaube, ich habe Jens Spahn sehr geschätzt dafür, dass er gesagt hat, wir haben Fehler gemacht. Und ich kann mich an keinen Politiker erinnern, der so etwas in der letzten Zeit mal öffentlich gesagt hat. Sie können einen Fehler nicht zugeben. Wobei sie wahrscheinlich bei den Leuten damit unglaublich punkten würden.
Die würden eine Blood, Sweat and Tears Rede, wie sie Churchill gehalten hat. Mhm. Ich wäre heute genau das Richtige. Nein, aber sie können nicht, sie sind unfehlbar. Ich glaube, dass Politik total korrumpiert, nicht im materiellen Sinne, dass da irgendeiner sich mit drei Aufsichtsratsposten bereichert, ist völlig unwichtig. Die glauben alle, die sitzen da bei Gott. Die sitzen an Gottes Fußbänkchen, kommunizieren mit dem Alten immer. Mhm. Und das ist völlig unabhängig, welcher Partei sie angehören. Mhm. Nicht? Das größte Phänomen ist für mich Gregor Gysi. Man kann ja wirklich nicht sagen, der hat Macht. Mhm. Nicht? Der hat gar keine Macht. Aber das ist ein süchtiger Mensch. Nicht? Wenn man den Zugang zur Öffentlichkeit abdrehen würde, wäre das für ihn so eine Katastrophe wie für mich einen Monat lang ohne Beukerle-Kekse. Das würde ich nicht überleben. Er auch nicht. Und jemand mit diesem Rekord, jemand, auf dem ein so schwerer Verdacht leistet, der muss sich ständig in der Öffentlichkeit präsentieren. Also das ist doch ein absoluter Zwangscharakter. Mhm. Dagegen habe ich nur Phobien, aber der ist ein Zwangscharakter. Aber Sie präsentieren sich auch gerne in der Öffentlichkeit, was ja Ihre Texte angeht. Ist das eine Art Notwehr? Nein, ich bin einfach eine Rampensau. Mir macht das Spaß. Mhm. Mir macht das Spaß. Ich will die Welt verändern und ich will nicht sozusagen... Dieser eine Satz, wissen Sie, mit dem jeder Weinkönigin antritt, to make the world a better place. Nein, das nicht, mir macht das einfach Spaß. Und wenn Sie dann sehen, die Texte, die Sie veröffentlichen, die Videos, die Sie machen, bei der Achse des Guten wird es veröffentlicht, in der Welt, Ihre Kolumne, die vielen, vielen Bücher, die Sie geschrieben haben, und Sie gucken da so ein bisschen darauf zurück, hat es was gebracht? Mir schon, der Welt nichts. Aber vielleicht war das schon genug. Mhm. Nein, es hat nichts gebracht. Ich glaube, dass es vielen Leuten viel gebracht hat, in dem Sinne, dass sie meine Texte lesen und dann denken, ich bin nicht der einzige Verrückte. Mhm. Da ist noch einer. Mhm. Mein großes Idol, ich erzähle das immer wieder, Hans-Dieter Hüsch, der hat mal gesagt, er schreibt für die Einzelidioten. Aber die Einzelidioten ergeben in der Summe auch eine gewisse Masse. Ja, und das finde ich dann toll, wenn Leute dann sagen, ja, so sehe ich es auch. Und jetzt denke ich, ich bin nicht der einzig Verrückte. Aber es hat null Wirkung, mir ist das vollkommen klar, auf Verhältnisse, auf Zustände gebracht. Es hat nichts verhindert, es hat nichts befördert. Ich meine... Wenn meine Arbeit irgendwie sinnvoll gewesen wäre, hätte es Claudia Roth nicht zu Vizepräsidentin des Bundestages geschafft. Mhm, nicht? Mhm. Da sehen Sie, wie man scheitern kann, auf hohem Niveau. Fast so vielleicht wie eine Pandemie, die das noch schlimmer macht. Yuval Noah Harari hat davon aber gesprochen, es könnte ein Weckruf sein, diese Pandemie, dass man jetzt die Menschheit zusammenkommt und sich Gedanken macht. Welche also ich schätze Harari sehr, er ist einer der klügsten Köpfe unserer Tage, wirklich. Das ist, er und Neil Ferguson sind wirklich die besten, die Historiker, die am klarsten denken. Aber da hat sich Harari. Ich habe auch einen libanesischen Politiker gelesen, klingt beides wie Harakiri. Harakiri, genau. Nein, da hat er sich vertan. Aber nicht alleine, das mit dem Weckruf höre ich jeden Tag. Wissen Sie, diese Absurdität, in der wir jetzt alle mittendrin stecken, muss irgendwie mit Sinn aufgeladen werden. Mhm. Theodor Lessing hat mal einen genialen Satz gesagt, viele geniale Sätze, aber besonders den, Geschichte ist die Sinngebung des Sinnlosen. Und das gilt nicht nur für die Geschichte, es gilt auch für die Gegenwart. Mhm. Sie müssen die totale Sinnlosigkeit, in der Mitte sie herumkaspern, mit Sinn aufladen. Ich bewundere zum Beispiel Herrn Altmaier. Herr Altmaier stellt sich hin, präsentiert ein Diagramm mit einem V, einem W in der Mitte und sagt, wir haben die Talsohle überschritten, jetzt geht es mit der Wirtschaft bergab. Zu einem Zeitpunkt, wo das weder der Fall war, noch absehbar war. Mhm. Und er glaubt, Sie und ich und noch ein paar Millionen glauben es ihm, weil er es sagt. Mhm. Zwei Wochen später sagt er, ja, wir haben leider noch immer eine Rezession, entschuldigt sich nicht, bedauert nichts. Wahrscheinlich nicht aus bösem Willen, wahrscheinlich muss er sich auch einreden, dass er einen sinnvollen Job macht. Mhm. Und deswegen, nein, also ich habe, das ist, also mein Habenkonto ist numerisch reich bestückt. Mhm. Viel Quantität, wenig Output. Wenn wir nochmal zu Ihrer Sicht auf
die Maßnahmen und was so gerade gesellschaftlich passiert zurückkommen. Was sind für Sie die erschreckendsten Entwicklungen in diesem Jahr? In diesem Jahr? Ja. Der Ausfall des Bundestages, der jetzt nach 6 oder 7 oder 8 Monaten bemerkt wurde. Und dann natürlich muss Herr Kubicki kommen und dann muss Herr Schäuble kommen und müssen dem Parlament sagen, Leute, habt ihr nicht gemerkt, ihr seid ausgefallen. Mhm. Das heißt, auch das Parlament bedarf dann einer führenden Hand, um darauf gestoßen werden, was eigentlich der Parlamentarier auch selber hätten merken müssen. Mhm. Der Ausfall des Parlaments. Und für mich persönlich so das Ende der Reisefreiheit. Mhm. Ich habe es noch geschafft, nach der ersten Welle 3 Wochen in Island zu sein. Mhm. Bin auch rechtzeitig wieder zurück, pünktlich zu Beginn der zweiten Welle, die ohne mich gar nicht stattfinden darf. Das gültet dann nicht. Mhm. Ja, diese beiden Geschichten. Und dann, wissen Sie, diese absolute Anmaßung der Leute, die sich für qualifiziert halten. Mhm. Also ich habe jetzt die ganze Chronologie nicht im Kopf, aber ich erinnere mich, als die Sache losging, hieß es, Ostern ist das Problem gelöst. Und dann ging es darum, to flatten the curve. Mhm. Und dann ging es darum, wie viele Tage es braucht für eine Verdoppelung. Mhm. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es war ungefähr so, wenn sich die Infektionszahlen nicht mehr alle 4 Tage verdoppeln, mhm, sondern nur noch alle 12 Tage, dann ist das Problem auch gelöst. Ja. Dann ging es um den R-Wert. Und dann, ich weiß nicht, im Ganzen, ich habe das mal nachgezählt, gab es mindestens so 6 bis 10 verschiedene Stufen, die als entscheidend beschrieben wurden. Die Impfung noch. Die Impfung noch, ganz genau. Die Impfung noch und der Zeitpunkt, ich meine, allein das mit der Impfung, man muss noch nur einmal bei Wikipedia nachgucken und dann bei Polio nachschauen oder bei anderen Krankheiten, die weitgehend inzwischen ausgerottet worden sind, gelobt sei der Herr. Und Sie wissen genau, Sie können verlässlich seinen Impfstoff nicht innerhalb weniger Monate oder Wochen entwickeln. Das geht nicht. Oder Sie entwickeln was, wie die Russen es gemacht haben und die Ergebnisse sind, glaube ich, überschaubar. Mhm. Aber Leute müssen sich an die Hoffnung klammern. Ich kann das auch verstehen. Und von vielen meiner Bekannten höre ich, ja, aber es gibt bald einen Impfstoff, nicht? Und dann höre ich wirklich die sexyste Frau im Parlament, in der Regierung, Frau Karliczek, hält eine Rede und sagt, bis zum Sommer nächsten Jahres wird es einen Impfstoff für möglichst viele Menschen geben. Mhm. Wörtlich, möglichst viele. Ich glaube, sie meinte als Vorzugsgruppen die Risikogruppen, die Ärzte und die Sanitäter und natürlich die gesamte Regierung, die 16 Landesregierungen, mhm, die Landesrechnungshöfe und die Verfassungsgerichtshöfe. Ich glaube nicht, dass sie von den Leuten in Kuala Lumpur gesprochen hat oder in Guinea-Bissau. Aber allein die Formulierung für möglichst viele Menschen, wer wird dann entscheiden, wer in diese Gruppe hineinkommt? Mhm. Und wie vertreibt man einen Impfstoff, der permanent auf minus 80 Grad runtergekühlt werden muss, wenn Sie das Ding quer durch die Sahara transportieren müssen? Oder auch meinetwegen nur quer durch die Lüneburger Heide, das ist da auch schon kompliziert genug. Also das ist nicht Optimismus, das grenzt an Betrug. Aber es ist eben kein böswilliger Betrug. Es ist, wenn Sie Geschichten aus den Konzentrationslagern hören, da haben die Leute auch jeden Strohhalm aufgegriffen, jedes Gericht aufgegriffen. Kennen Sie diesen wunderbaren Roman von Jurek Becker, Jakob der Lügner? Mhm. Genau das ist die Situation. Jakob erfindet ein Radio, das er nicht hat, und erzählt dann den Leuten im Lager, dass die Russen schon um die Ecke stehen oder dass Hitler für wahnsinnig erklärt wurde, was immer, nur um denen ein bisschen Hoffnung zu geben. Und das sehe ich jetzt auch. Das ist an sich kein schlechter Charakterzug. Mhm. Dass die Menschen Trost brauchen. Aber sie trösten sich ja an der Wirklichkeit vorbei. Mhm. Und ich werde wahnsinnig, weil ich denke, ich kann dieses Jahr nicht reisen, ich werde nächstes Jahr nicht reisen können. Nun können Sie sagen, man kann ohne Reisen gut leben. Ja. Ja, ja. Aber man kann ohne vieles gut leben, wissen Sie? Mhm. Ich brauche zum Beispiel keinen Sport. Meinetwegen könnte die Sportschau ausfallen. Andere brauchen es und das ist okay so. Mhm. Ich brauche auch keine Opernhäuser. Andere brauchen es und sie sollen es haben. Also man kann jeden, der etwas haben will, der etwas zum Leben braucht, sagt, ach, man kommt doch auch ohne aus. Mhm. Ja. Aber es war schon ein trauriges Leben. Ich möchte sogar die Sachen nicht haben, aber ich möchte, dass es die Sachen gibt,
die ich nie besuchen würde, wissen Sie? Ich war noch nie in einer Ballettaufführung, aber ich finde, sowas muss es in der Großstadt geben. Ja, es wäre schön, wenn man das wirklich stark befristen könnte und, oder zumindest ein Kriterium angeben könnte. Ja. Okay, wenn das erreicht ist, dann habt ihr eure alte Normalität wieder. Ja, aber die wird es nie geben. Es ist noch nie eine Normalität. Es hat noch nie eine Rückkehr zum Status quo ante gegeben, außer bei größeren Katastrophen oder bei Kriegen. Mhm. In normalen zivilen Gesellschaften gibt es keine Rückkehr zum Status quo ante. Mhm. Wissen Sie, die Bundesrepublik nach dem Mauerfall ist nicht mehr das, was sie vor 61 war, bevor die Mauer gebaut wurde. Mhm. Und wenn es irgendwann Frieden im Nahen Osten gibt, wird Israel nicht mehr das sein, was es mal war vor dem Sechstagekrieg. Mhm. Aber die meisten Leute frönen der Illusion der neuen Normalität, neue Normalität. Bitte Sie, jeder, der in einen Knast eingeliefert wird, erlebt sofort die neue Normalität. Mhm. Und es gibt keine Rückkehr zur alten Normalität. Mhm. Das sind auch so rhetorische Kniffe, die ich wirklich ekelhaft finde. Nicht? Aber ich sehe ein, sie trösten viele Leute. Ja, also die Rhetorik von der neuen Normalität als Hoffnungsschimmer. Wenn Sie da so vielleicht auch desillusionierend sind, dann nehmen Sie den Menschen ja sozusagen die Hoffnung, oder? Ja, das höre ich öfter, dass ich so negativ bin und das sogar im engsten Familienkreis wird mir das vorgeworfen. Ja, wahrscheinlich ist es so. Mhm. Haben Sie manchmal Angst, dass man Ihnen vorwerfen könnte, Sie verharmlosen ja das Virus oder die Pandemie nicht, aber dass man Sie in die Kategorie derer steckt, der Corona-Leugner, die das Ganze verharmlosen, nur weil Sie da differenzierter sehen und dass deswegen die Menschen eben etwas laxer mit den Maßnahmen umgehen. Ach, der Bruder, der ist da auch kritisch, deswegen beachte ich jetzt gewisse Regeln also nicht. Ich bin kein Role Model für niemand. Ich glaube nicht, dass jemand irgendwas, was er tut, unterlässt, weil er sich auf mich bezieht. Mhm. Ich finde schon schlimm genug, dass einige meiner Texte in Schulklassen gelesen werden. So eine Kränkung habe ich wirklich nicht verdient. Mhm. Und außerdem, wissen Sie, ich bin so raus, dass selbst dann ich es nicht schlimm fände. Es gab einen Schmieranten bei der Frankfurter Rundschau, jetzt komme ich auf seinen Namen nicht, der hat nach diesem schrecklichen Attentat, war das Schweden oder Norwegen auf der Insel? Norwegen. Norwegen, ja, richtig. Da hat dann eine Geschichte in der Frankfurter Rundschau geschrieben unter der Überschrift Breivik und Broda. Ja, und das kann doch niemand mehr übertreffen. Ich habe auch nichts dazu darauf geschrieben, weil jedes Wort dazu war sozusagen eine Anerkennung dieses Unsinns, wissen Sie? Wenn mir jemand in der Stadt schwuler Sau nachrufen würde, würde ich auch nicht sofort 3, 4 meiner Exen anrufen und sagen, sie sollen das Gegenteil bestätigen. Es gibt Vorwürfe, auf die reagiert man nicht. Aber das war schon brutal, Breivik und Broda. Und dann, um der Infamie noch einen Zacken draufzusetzen, hat er geschrieben, natürlich will er Breivik nicht mit Broda gleichsetzen, aber... Und in der Überschrift ist es schon geschrieben. Ja. Daraufhin habe ich mir gedacht, noch ein Spruch, Kieferbruch, und habe dann die Sache ad acta gelegt. Sie legen nicht alles ad acta, was an Diffamierung und Beleidigung Ihnen gegenüber. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Sie gehen auch vor Gericht manchmal? Ja, lange nicht mehr, weil das... Nein, ich gehe eigentlich nicht vor Gericht. Es ist ganz selten. Ich bin vor Gericht gezogen worden. Ja, und weil ich ein paar Leuten gesagt habe, was ich von ihnen halte. Mhm. Und die empfanden das als beleidigend. Selbst wenn ich etwas nicht sage, empfinden es Leute als beleidigend. Meine letzte Affäre war ein Fall mit der im Dienstlaken weltberühmten Islam-Expertin Lamia Kador, die behauptete, ich hätte über sie gesagt, sie habe einen an der Klatsche. Ich finde so eine These, über die man durchaus diskutieren könnte. Und das Verfahren vor einem Gericht in Duisburg zog sich über 4 Jahre hin. Mhm. Und wissen Sie, nicht, dass mich das die ganzen 4 Jahre beschäftigt hat, aber es kam immer wieder auf mich zu. Mhm. Ein Verfahren ist ausgefallen, bei der zweiten Runde hatte die Staatsanwaltschaft vergessen, Beweismittel vorzulegen. Mhm. Und Frau Kador ist mir nicht so viel wert, dass ich mich 4 Jahre mit ihr beschäftigen möchte. Mhm. Nicht mal 4 Tage, also irgendwie 4 Minuten wären schon genug. Und das versuche ich jetzt zu vermeiden.
Also ich konnte nicht anders, ich musste da mitmachen, weil sie mich verklagt hatte. Mhm. Übrigens, das mit der Klatsche würde vielleicht eine Neuauflage verdienen. Sie hat 107 Anzeigen erstattet an einem Tag. 107 Anzeigen wegen Beleidigung. Zufälligerweise, als ein neues Buch von ihr erschienen war, so gesehen war es keine schlechte PR-Maßnahme. Mhm, und von diesen 107 Anzeigen, raten Sie mal, wie viele verfolgt wurden? Ich nehme nur an, keine. Eine. Nein. Oho. Ja. Aha. Ist das nicht schon diskriminierend? Ja, das ist erstaunlich. Ja, ich glaube, das hing wahrscheinlich zusammen mit dem allgemeinen Ressentiment gegen weiße alte Menschen. Sie sind ja Zufallstheoretiker, also eine Verschwörung ja. Kann es nicht sein. Nein. Ja. So, und das versuche ich jetzt zu vermeiden. Ja. Also lieber schluck ich was runter, als dass ich zu Gericht renne. Mhm. Mhm. Ja, also manchmal gehen Sie vor Gericht oder Sie sind vor Gericht gegangen oder Sie haben eben von Problem oder von PR-Maßnahmen gesprochen, was La Mercador angeht. Sie teilen ja auch aus, wie Sie es jetzt gerade bestätigt haben. Ist das auch manchmal PR bei Ihnen? Machen Sie das bewusst oder ist das so Ihr Wesen, dass es so? Nein, PR ist es nicht, weil ich terminiere das nicht im Zusammenhang mit dem Erscheinen irgendeines Buches. Aber gewissermaßen ist es auch PR, das ist gar nicht mal verkehrt. Es hat mir eine Weile wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe mal, dafür wird mir der Herrgott alle Sünden vergeben, ich habe mal maßgeblich dazu beigetragen, dass ein gemeiner, bösartiger, empathieloser Richter seinen Job in Köln verloren hat. Mhm. Viktor Henry de Sommerskoy. Mhm. Und das hat Spaß gemacht, wirklich. Das zog sich auch über Jahre hin. Aber zum Schluss war er der zweite Sieger. Er musste gehen. Mhm. Eine komplizierte, lange Geschichte, kann ich jetzt nicht erzählen. Mir hat das großen Spaß gemacht. Und ich weiß genau, dass ich so meine Motive, wenn ich nicht aus einem tiefen Brunnen des Idealismus nach oben mit einem Eimerchen geschöpft habe. Mhm. Nein, mir hat das Spaß gemacht, weil ich mir immerzu was beweisen musste. Nicht? Ich habe ja Deutsches lernen müssen. Und dann hatte ich eines Tages beschlossen, dass ich besser Deutsch sprechen sollte als meine Lehrer. Gut, das ist keine große Herausforderung gewesen, aber es ist mir gelungen. Und dann natürlich, ich bin zu klein, ich bin zu korpulent, ich hatte im Sport immer eine 5. Und irgendwie musste ich mich dann durchsetzen. Was blieb dann übrig? Die große Klappe. Ja, also es ist nicht, wissen Sie, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, es ist kein idealistisches Motiv. Mhm. Es ging mir um mich. Kompensationsartig. Ja. Mhm. Ja. Wir haben über die Polemik gesprochen. Ironie ist auch eins Ihrer Stilmittel, das Sie gerne benutzen. Ist Ihnen das manchmal zu weich als Waffe? Ironie? Ja, eigentlich ist es ja eine spitze Waffe. Aber ich habe das Gefühl manchmal, Sie haben auch von der Spaßgesellschaft eben gesprochen, wir lesen solche ironischen Texte, die auch spitz und sarkastisch sind, mit einem Vergnügen. Wir lassen uns unterhalten davon, nicken vielleicht und sagen, endlich sagt's mal einer. Und das ist es. Das ist es. Ja, ja, Sie haben schon recht. Ich möchte in meinem Fall, dieses Ironische ist ja auch eine Notlösung. Hm. Eigentlich möchte ich schreiben, hinaus aus der Stadt mit diesem Schuft. Und dann kann ich den Namen einsetzen. Mhm. Nicht, aber dann halte ich mich doch zurück. Aber ich finde Ironie inzwischen als Waffe völlig untauglich. Mhm. Völlig untauglich. Wobei ich nicht weiß, was eine taugliche Waffe wäre. Mhm. Ich meine, wenn sich nur allein diesen Hype, diesen völlig psychopathischen Hype um Greta anschaut, wie wollen Sie das noch ironisieren? Das ist doch Teresa von Connersreuth und das ist Mutter Teresa und das ist Florence Nightingale und Rosemarie Nitribit, alles in einem. Mhm. Wenn man sagt, ein gesellschaftlicher Wandel, der kann eigentlich nur aus der Jugend, aus der neuen Generation kommen, mit einer Jugendbewegung, dann sehe ich da nicht sehr viel Bewegung, sondern eigentlich ein Abnicken, vielleicht eine Naivität und das wird schon gut sein. Ja. Greta war auch keine Jugendbewegung. Mhm. Ich meine, da sind so ein paar tausend Leute, junge Menschen auf die Straße gegangen. Wissen Sie, bei der AfD heißt es immer, übel, aber vergessen wir nicht, 87% haben sie nicht gewählt. Mhm. Stimmt, das ist kein blödes Argument. Mhm. Und bei der Jugend ist das Gleiche. Nicht? Mhm.
wenn Sie sich angucken, wie viele Schüler es in Deutschland gibt und wie viele dann auf die Demos gegangen sind, das bewegte sich im unteren einstelligen Bereich. Ja. Und ich bin auch froh, dass es keine Jugendbewegung gibt. Wissen Sie, der Nationalsozialismus war auch eine Jugendbewegung. Das war eine ausgesprochene Jugendbewegung. Ich glaube, Hitlers Stellvertreter, Hess oder Höss, wie immer er geheißen hat, ich glaube, der war 23, als er das Amt antrat. Also diese Jugendbewegung hat vielen jungen Menschen eine Chance gegeben. Und am Ende ist es dann nicht so gut gelaufen. Also dass es jetzt keine Jugendbewegung gibt, finde ich ganz gut. Und dass sie ihre Raves in Parks machen, mein Gott. Wissen Sie was, ich glaube, vieles von der Aufregung über diese Jugend ist, weil wir Alten da nicht mitmachen können. Jetzt kamen Sie schon fast mit einem Nazi-Vergleich oder einem Vergleich unserer Verhältnisse oder der Jugendbewegung heute. Nein, das ist heute kein Vergleich. Also, das sind einfach strukturelle Analogien. Genau, genau. Ich habe mit Monika Maron ja kürzlich über den Vergleich der heutigen deutschen Gesellschaft mit der DDR gesprochen. Ja. Und dass man ja immer so abgekanzelt wird, wenn man darauf hinweist, dass es da gewisse strukturelle Analogien gibt und es sei dann AfD-Sprech. Monika Maron hat das eigentlich von sich gewiesen oder gesagt, ja, da gibt es sehr viele Gleichheiten, Parallelen. Wie stehen Sie zu dem Vergleich? Sie sprechen ja auch von Hygienestaat, totalitäre Richtung mit dem NS-Staat. Mit dem NS-Staat? Ja. Also diese Vergleiche sind einfach maßlos. Aber wenn Sie in die Psychologie und in die Massenpsychologie gehen, wie Wilhelm Reich sie beschrieben hat, gibt es natürlich Ähnlichkeiten. Ich sagte schon, die Lust am Gehorchen, die Lust am Folgen, das Einsehen völlig uneinsichtiger Maßnahmen. Aber es gibt darüber hinaus keine faktischen, aktuellen Analogien zum Dritten Reich. Die Gewaltenteilung funktioniert, auch wenn sich der Bundestag gelegentlich von seiner Rolle verabschiedet hat. Es gibt schon Richter und andere Politiker, die den Bundestag darauf aufmerksam machen. Im Großen und Ganzen ist die Rechtsprechung ordentlich, die Gesetzgebung meistens auch. Ich finde es auch toll, wenn ein Gericht ein Gesetz ablehnt, das ein Landtag beschlossen hat. Es sind auch schon Gesetze vom Verfassungsgericht gekippt worden, die der Bundestag angenommen hat. Wenn ich hinter mir einen Polizeiwagen fahren sehe, dann weiß ich, die wollen zum nächsten Imbissstand. Oder ich bin tatsächlich 70 statt 50 gefahren. Aber es droht keine Gefahr. Und morgens klingelt bei mir auch nicht mal mehr der Postbote, weil es den nicht mehr gibt und schon gar nicht sonst jemand. Nein, also es gibt starke Analogien zu DDR, glaube ich, in der Art der Organisation, der Mobilisierung der Massen. Aber die Vergleiche zum Dritten Reich kommen, glaube ich, aus einer anderen trüben Quelle. Man kann jetzt so wunderbar risikolos Widerstand leisten. Das ist das eine. Und wenn das, was wir heute erleben, Drittes Reich ist, dann war das Dritte Reich eigentlich eine harmlose Geschichte. Ja. Ja. Es ist auch völlig absurd, die AfD mit der NSDAP zu vergleichen. Nicht? Und ich habe da noch einen grausamen Verdacht. Diejenigen, die die AfD mit der NSDAP vergleichen oder auch nur sagen Nazis, haben erstens keine Ahnung, aber geschenkt. Ich glaube auch, das ist der leise Wunsch, Oma und Opa zu rehabilitieren. Weil wenn solche, ich gebe ja zu, gelegentlich unglückselige Gestalten, wer ist der Chef der AfD? Mein Gott, mein Name Gauland. Ist nicht Meuthen, Gauland, ja. Ja, hochgebildeter Mann, der hat sich seine Meriten in der CDU erworben. Und man kann schon fragen, warum ist er jetzt bei der AfD? Es kann auch was mit der CDU und allen anderen Parteien zu tun haben, die gewisse Positionen und Standpunkte ausgegrenzt haben, was den Leuten gar keine andere Wahl ließ, als sich woanders zu organisieren. Gut, aber den als Nazi zu bezeichnen, könnte auch daher kommen, dass sie, ich sagte es gerade, Oma und Opa rehabilitieren wollen. Wenn der ein Nazi ist, dann waren die anderen sowas von harmlos. So rum, ja. Und ich glaube wirklich, es gibt so einen Prozess der Wiedervereinigung oder der Wiedergutwerdung der Deutschen, wie Eike Geisel es immer gesagt hat. Und es gibt dieses leise Bedürfnis, so in der eigenen familiären Geschichte wieder Ordnung herzustellen. Und das ist, glaube ich, in 9 von 10 Fällen der Fall, wenn die Bundesrepublik mit dem Dritten Reich verglichen wird. Ich sage das ja manchmal auch, aber dann geniere ich mich immer, nicht? Wenn ich zum Beispiel so die formalisierte Sprache in den Nachrichten höre, dann denke ich auch, Viktor Klemperer würde jetzt Lingua Terzi, Lingua Quarti Imperie schreiben.
die Sprache des Vierten Reiches. Aber das ist vollkommen absurd. Es ist einfach eine schöne Pointe, ja, weil es das tolle Buch von Klemperer gibt, über die Sprache des Dritten Reiches. Mhm. Deswegen könnte man das machen, aber man muss schon wissen, dass die Bundesrepublik vieles ist. Es ist auch der historische Nachfolger des Dritten Reiches. Mhm. Das ist sie. Ich habe mal einen sehr interessanten Prozess gehabt. Damit muss ich noch eine Runde angeben, wenn Sie gestatten. Ich habe mal irgendwo gesagt oder geschrieben, die Justiz der Bundesrepublik, das sind die Erben der Firma Freisler. Und irgendein Landgerichtspräsident fühlte sich dadurch so beleidigt, dann ging der Fall durch mehrere Staatsanwaltschaften, landete in München, es gab ein Verfahren, bin dann freigesprochen worden, weil der Richter völlig zu Recht meinte, das ist gemein, das ist unangenehm, das ist auch over the top, aber es ist halt eine Meinung. So, und ich glaube, damit können alle zufrieden sein. Ja, die Bundesrepublik, wohin treibt die Bundesrepublik? Das hat Karl Jaspers schon gefragt, ja, in den 50er Jahren. Wenn, hat er eine Antwort bekommen? Ja, ich dachte von Ihnen vielleicht, ja, die letzten 5, die letzten 10 Jahre so, was waren die Entwicklungen, die Sie am meisten jetzt umbetrieben haben und wo Sie sagen, das hat uns das letzte Jahrzehnt an Schlechtem, vielleicht auch Positivem gebracht? Wissen Sie, ich werde auch oft gefragt, warum ich nicht über das Positive schreibe. Über das Positive können Sie nicht schreiben. Ich habe noch nie einen Artikel in irgendeiner Zeitung gelesen, wo drin gestanden hätte, alle Maschinen der Lufthansa sind heute pünktlich gelandet. Aber wenn einer auf dem Dach landet, das ist natürlich eine Berichte. Oder heute keine Erdbebenopfer. Also das Verlangen nach positiven Nachrichten, sowas gibt es in totalitär regierten Ländern nicht. Jede Missernte in der DDR war ein absoluter Ernteerfolg, nicht? Und deswegen kann man über das Negative schreiben, sonst hat das Schreiben eigentlich keinen Sinn. Sie gehen ja auch nicht zum Arzt, weil sie sich so wohlfühlen. Es muss schon was wehtun. Und was für mich so das Schlimmste war in den letzten 15 Jahren, ich glaube, so eine Formalisierung der Sprache, die sich dann so in Begriffen äußert wie die europäische Idee oder das europäische Projekt. Wir verdanken dem europäischen Projekt 40 Jahre Frieden. Oder ein Friedensprojekt, ja. Friedensprojekt, 70 Jahre Frieden. Ja. Also. Nicht, da sehe ich schon so Anklänge, an denen sich auch Klemperer freuen würde. Das ist wirklich nicht die Lingua Quarti Imperii, das ist die Sprache des Europäischen Reiches. Glauben Sie wirklich, ohne die Europäische Union würden die Deutschen und die Franzosen wegen Elsass-Lothringen wieder aufeinander losziehen? Das ist doch völlig absurd. Ich glaube auch nicht, dass jemand in Deutschland Lemberg, nein, das war ja österreichisch, dass jemand in Deutschland Breslau oder Posen wiederhaben möchte. Nicht? Also das ist wirklich die wortgewordene Lüge, die aber sich so verbreitet hat, also Selbstverständlichkeiten, das europäische Projekt, die europäische Idee. Und das erleben Sie in vielen Bereichen der Bundesrepublik. Es gibt so festgesetzte Cluster von Begriffen. Und wenn Sie diese auch nur versuchen zu umrunden, weiträumig zu umrunden, dann sind Sie ein Leugner. Klimaleugner. Es fing übrigens mit dem Holocaust-Leugner an, was ja nun wirklich was ziemlich Hässliches ist. Ich gehöre in der Kategorie der Klimaleugner, obwohl es gibt keine Klimaleugner. Niemand leugnet das Klima. Das ist so, als würden Sie Tag und Nacht leugnen. Und jetzt gibt es Corona-Leugner. Also es wird immer schwieriger in der Bundesrepublik, Sachen, auf die man sich verständigt hat, dann wieder in Frage zu stellen. Nicht, dass man dadurch irgendwo... Also ich habe damit kein Problem. Ich werde auch nicht diskriminiert, ich werde nicht benachteiligt. Aber ich bekomme viele Briefe von Leuten, die irgendwelche Banalitäten mir mitteilen, aus ihrem Alltag, aus ihrem Beruf, auch immer. Und dann schreiben sie, falls sie davon Gebrauch machen, bitte erwähnen Sie meinen Namen nicht. Das sind Alarmzeichen. Das sind Alarmzeichen. Also ich spüre keine Einschränkung meiner Freiheit. Wahrscheinlich bin ich schon zu alt, um mich darüber aufzuregen. Wenn Sie erst mal über 70 sind, kann Ihnen eigentlich nichts mehr passieren. Außer, dass der Arzt sagt, Sie sollen weniger Kekse essen. Aber da hat sich was geändert in der Bundesrepublik. Es gibt wirklich, die politische Korrektheit hat hier eine Verwüstung angerichtet. Wissen Sie, auch so etwas wie, ich bin ja ungläubig, aber die Bibel in gerechter Sprache. Das ist Nationalhymne auch. Nationalhymne auch. Die Leute wissen auch nicht, was ursprünglich gemeint war mit Deutschland, Deutschland über alles.
Nicht? Das war die Liebe zum eigenen Land. Man liebt das eigene Land mehr als andere. Mhm. Es war nicht Imperialismus und der Landnahme, aber okay. Vor allem auch mehr als die eigenen deutschen Regionen, genau. Die deutsche Idee, die deutsche wie wir Idee. Heute sagen, die europäische Idee. Idee. Genau. Und ich stelle so mit Entsetzen fest, dass viele meiner auch guten Freunde, die natürlich immer weniger werden, sich dann nicht als Deutsche verstehen. Mhm. Sie haben diese regionale Idee im Kopf, die völlig absurd ist. Mhm. Die sind dann Hessen, wie in dieser grünen Eier, in dieser hässlichen Tunke. Nicht? Oder sie sind Hamburger, weil der Lapskaus so ekelhaft ist. Und dann sind sie gleich Europäer. Mhm. Und die Stufe des Deutschen wird dann übersprungen. Mhm. Und die Pointe lasse ich mir nicht entgehen. Ich sage dann, ich aber bin ein stolzer Deutscher. Herr Bruder. Das kann man auch sein. Das kann man sein. Das Land ist nicht so schlecht. Mhm. Sie haben über diese Formalität der Sprache gesprochen, auch die Political Correctness. Sie ja, kämpfen dagegen an? Nein. Das ist nichts Heroisches. Ich kämpfe nicht. Mhm. Ich schreibe, weil ich mich sonst langweilen würde. Und dann stelle ich überrascht fest, dass die Leute es ernst nehmen, dass sich dann darüber aufregen, dass das in Schulen gelesen wird. Ich kämpfe dagegen nicht. Nein, das überlasse ich Iris Berben, den Neofaschismus in der Bundesrepublik zu bekämpfen. Mhm. Okay. Ja, ich wollte noch hinweisen eben auf Ihre Texte, aber wenn Sie da nicht kämpfen, wie würden Sie es charakterisieren? Wie ich die Texte charakterisiere? Ja. Mein Beitrag zur Unterhaltung. Mein Beitrag zur Unterhaltung. Ich weiß, ich habe vor Jahren mal neben jemand im Flugzeug gesessen, da war ich noch beim Spiegel und schaue so rüber und der liest einen Artikel von mir im Spiegel. Mhm. Und ich habe gezittert, weil ich dachte, wenn ihr jetzt mittendrin aufhört, dann habe ich ein Problem. Aber dann bis zum Ende durchgelesen, das ist alles. Ja, mit diesem Beitrag zur Unterhaltung von Herrn Bruder verabschieden wir uns. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Ihre Texte, Ihre Videokolumnen erscheinen bei der Achse des Guten, bei der Welt, die Kolumne. Und dort könnt ihr alles nachlesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Shalom, shalom.